Hallo, schön, dass Sie sich für unsere DHL-Packstation interessieren. Ich möchte Ihnen heute gerne erklären, was eine Packstation eigentlich ist und wie man sie ganz einfach nutzen kann. Sie können sich eine Packstation als einen DHL-Paketschalter vorstellen, der immer geöffnet hat. Als registrierter Kunde können Sie an einer Packstation rund um die Uhr Pakete abholen und auch verschicken. Übrigens, zum Versand müssen Sie nicht einmal registriert sein. Praktisch, oder? Wie Sie zum Empfang Ihrer Pakete eine Packstation nutzen? Ganz einfach. Als erstes registrieren Sie sich einmalig und kostenlos unter dhl.de/anmelden. Schon haben Sie ein eigenes Kundenkonto und erhalten innerhalb weniger Tage postalisch ein Schreiben mit Ihrem persönlichen Sicherheitscode. Wenn Sie sich registriert und Ihre Postnummer erhalten haben, können Sie jede der mehreren tausend Packstationen in ganz Deutschland nutzen. Egal, ob in der Nähe Ihres Zuhauses, auf dem Weg zur Arbeit oder eine beliebige andere Packstation Ihrer Wahl. Ganz wichtig, die einmalige Registrierung bedeutet nicht, dass alle Ihre Pakete von nun an ganz automatisch in eine Packstation geliefert werden. Nein, stellen Sie sich stattdessen die Packstation einfach wie eine zusätzliche Adresse für Ihre Pakete vor, die Sie aber dann auch bei einer Bestellung in einem Online-Shop angeben müssen. Dadurch haben Sie bei jeder Bestellung aufs Neue die Wahl, wohin Ihr Paket geliefert werden soll. Ob nach Hause, in einen Paketshop oder eben in eine Packstation. Wie genau wird denn nun die Adresse der Packstation angegeben, wenn Sie zum Beispiel in einem Online-Shop etwas an eine bestimmte Packstation bestellen möchten? Schauen wir uns das einmal an. Also, Ihren Namen tragen Sie wie immer ganz normal ein. Danach geben Sie Ihre persönliche Postnummer beim Adresszusatz ein. Dann geben Sie noch anstatt Straße und Hausnummer das Wort Packstation und die Nummer der Packstation an. Als letztes die Postleitzahl und die Stadt, in der sich die Packstation befindet. Fertig. Eine detaillierte Übersicht zu allen Packstationen sowie die korrekte Adressierung an Ihre gewünschte Packstation finden Sie unter dhl.de/Standorte. Bitte wundern Sie sich nicht, dass hier die Straßennamen der Packstationen mit aufgelistet sind. Sie brauchen diese nicht für die Bestellung von Paketen an die Packstation, aber wir müssen Ihnen ja sagen, wo genau sich die Packstation überhaupt befindet. Die bestellte Ware aus dem Online-Shop ist unterwegs und Sie erwarten sie schon. Aber wie erfahren Sie von Ihrer Ankunft in der Packstation? Nein, Sie müssen nicht selber hingehen und nachschauen. Wir benachrichtigen Sie natürlich. Dafür erhalten Sie von uns eine E-Mail sowie eine Push-Nachricht. App noch nicht installiert? Das geht ganz einfach über den App Store oder den Google Play Store. Hierbei bitte die Benachrichtigung in den App-Einstellungen zulassen. Ansonsten sehen Sie erst, dass das Paket angekommen ist, wenn Sie die App öffnen. In der App erhalten Sie auch den Abholcode für Ihr Paket. Dabei handelt es sich um einen QR-Code, den Sie nach Aktivierung 2 Minuten nutzen können, um Ihr Paket aus der von Ihnen ausgewählten Packstation zu entnehmen. Keine Sorge, wenn es etwas länger dauert. Der QR-Code erneuert sich ganz automatisch und Sie können den neuen sofort nutzen. Aber so stellen wir sicher, dass wirklich nur Sie in diesem Moment das Paket abholen können. Mit der App und dem QR-Code haben Sie 7 Kalendertage Zeit, Ihre Sendung abzuholen. Danach wird sie wieder zum Absender geschickt. Sie stehen also mit Ihrem Smartphone an der Packstation und möchten die sehnlichst erwartete Bestellung von dem Online-Shop abholen. Wir zeigen Ihnen jetzt einmal, wie einfach das funktioniert. Zunächst öffnen Sie Ihre Post- und DHL-App und klicken im Bereich Packstation auf Ihre abholbereite Sendung. Den jetzt generierten QR-Code halten Sie im Abholmenü der Packstation einfach vor den Scanner. Am besten mit ca. 15 cm Abstand und möglichst ruhig. Schon können Sie das Fach öffnen und Ihr Paket entnehmen. Übrigens, mit der Post- und DHL-App können Sie nicht nur Ihre Abholcodes für Ihre Packstationspakete empfangen, sondern noch viel, viel mehr. Es gibt zum Beispiel die Sendungsverfolgung oder Sie können die Standorte aller Packstationen abfragen. Auf Wunsch werden Sie per Push-Nachricht auch über alle Zustellinformationen benachrichtigt. Und das für alle Pakete, die sonst noch zu Ihnen unterwegs sind. Sehr praktisch und vollautomatisch. Sie möchten die Packstation zum Versand nutzen? Hierfür müssen Sie nicht einmal registriert sein. Es funktioniert ganz einfach. Egal, ob Sie ein Paket an Freunde schicken oder eine Retoure zurück an einen Online-Shop. Wir zeigen es Ihnen mal mit einem vorfrankierten Paket. Zunächst drücken Sie den Versandbutton am Monitor und wählen eine passende Fachgröße aus. Paket mit dem Barcode vor den Scanner halten, am besten mit ca. 15 cm Abstand, dann ins Fach einlegen. Am Monitor kurz bestätigen, fertig. Auf Wunsch erhalten Sie den Einlieferungsbeleg sogar per E-Mail zugeschickt.
Sie möchten ein Paket verschicken und haben gerade kein passendes Porto zur Hand? Für die Frankierung nutzen Sie am einfachsten die Online-Frankierung auf dhl.de/onlinefrankierung oder die Post- und DHL-App. Sie können sich die ausgewählte Frankierung dann sogar direkt an der Packstation ausdrucken lassen. Hierzu bekommen Sie nach der Auswahl des passenden Portos einen QR-Code zugeschickt. Wir zeigen Ihnen mal, wie einfach das damit an der Packstation funktioniert. Zunächst den Button für das Versenden wählen, QR-Code vor den Scanner halten und schon druckt der Automat die Frankierung für Sie fix und fertig aus. Jetzt einfach noch aufs Paket kleben und schon können Sie es verschicken. Sie sehen, die DHL-Packstationen sind eine einfache und komfortable Möglichkeit, Ihre Pakete abzuholen und zu verschicken. Wann und wo Sie wollen. Mit DHL geht das.